Hallo! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Kali und Bara von Guild Wars 2! Yay! Wir sind jetzt fast fertig mit Erkunden des Kaledonenwaldes. Yay! Party, Party! Ja. Und dann können wir endlich mit der Story weitermachen. Stimmt. Da war ja was. Ja, deswegen machen wir die Karte und dann machen wir die Story weiter. Ja, genau. Sehen wir eigentlich wieder Gridlock. Yeah. Hashtag Gridlock. OTP. La 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 la. Das machen wir gerade das Herz, das meist, die meisten immer vergessen oder, oder wissen, nicht wissen, dass es hier ist. Pollen verbreiten. Verbreite Liebe. Oh, und mit dem los? Und das ist noch komisch gelaufen. Hallo, jetzt will ich meine Ruhe. Arschloch. Bitchlap. Liebe. Und noch mehr Spinnen. Ich mag diese Ja, ich finde Moosherzen-Dinger. das auch total schön hier unten. Voll cool. So eine Mini-Version von den Ja, Viechern. dass man dann als so eine Mini-Version von denen rumlaufen kann, ja, finde ich auch voll schön. Oh, Würgedorn. Das müssen wir entfernen. Heute ist ein wunderbarer Tag. Du bist schon wieder halb mit dem Quiz. Ich finde das so süß. Heute ist ein wunderschöner Tag. Was? Lalalalalala. Achso. La 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 la. When your ship goes cannon. Ups, bin jetzt schon wieder fertig. Was machst du denn so lange immer? Du tötest immer die Raupen. Das dauert immer viel zu lange. Ja, das ist es. Du musst einfach die anderen Sachen machen, nicht die Raupen töten. Eher so dieses Bestäuben oder diesen Würgedorn entfernen. Das ist das einzig Wahre. Und geht am schnell. Und diese Inkubationskapseln. Ich muss mal kurz mit dem Leuchtkäfer hier töten. Lügende Ranken. La 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 la. Oh, das ist eine Blümchen. Fertig. Blümchen. Muss ich auch gerade noch ein Bildchen machen, weil es so schön hier aus, gerade so aussieht. Mit den Blümchen. Oh, wie Welche Blümchen. Blümelein, es ist Frühling. So, jetzt gehen wir weiter. Wie bei runter, Blümchen. oder? Da oben haben wir doch alles, oder? Ach nee. Geht's da weiter Nee, da runter? geht's nirgendwo runter. Da hast du schon Da geht's recht. nirgendwo hin. Was war da? Also, ich habe ja schon ein paar Welterkundungen hinter mir. Und ich weiß, Ich was habe da noch hinten. kein einziges Mal die Map auf 100. Das kriegen wir mit diesem Char hin, das sage ich dir auch. Ja, genau. Da musst du mich zu den ganzen Teilen hochporten. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Mache ich doch eh schon, wenn es klappt. Weißt Ja, Gott sei Dank bist du als Messmann dabei. du? Ja, Gott sei Dank bin ich ein Messmann, ne? Mal froh, wir wären beide Wiedergänger. War das Yeah. lustig. Lustig. Ich hätte da nichts mehr zu Bitte. lachen. Tequatel. Oh, wollen wir Tequatel machen, Barre? Oh ja, klar. Wir sind da jetzt auch voll bestens equipped für. Ja, perfekt, ey. Die besten. Auch wieder eine von diesen neuen Herzen. Ja, Mieten hauen und töten. Und auch gegen die Bäume treten, damit die Moas außen rumrennen. Eintreten? Gegentreten, dann Ah, noch. unbekannt, okay.
Was würde ich denn ausgraben? Wenn du so ein Termitenlarven-Dings rausziehst. Ja, ja. Volle Kanne drauf mit dem Hammer. Yep. Auf. Einfach draufhauen. Wie immer. Okay, wir sind jetzt hier am Anfang des Gebietes, deswegen ist es hier noch ein bisschen anfängerfreundliche Aufgaben. Mhm. Das Herz geht auch schnell um, also. Ja. Dann haben wir ja noch. Wie viele Herzen brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen noch. Dann nachdem noch ein Herz. Wir haben alle Helmpunkte, wir haben alle Panoramas. Eine Wegmarke fehlt uns. Okay, uns fehlt nur noch eine Wegmarke, dann nur noch ein Herz. Also, boah, wir sind richtig gut dabei. Ja. Könnte diese Folge sozusagen der Abschluss dieses Gebietes werden. Ja, und dann können wir mit der nächsten Folge vielleicht mit der Story weitermachen. Mit Luck! Yay! Ach, du bist ja noch nicht. Bist du jetzt auch fertig? Ach, doch, ich bin fertig. Ich mache einfach weiter, weil, weißt du, aus Gewohnheit. Weil, ganz ehrlich, du bist ja eh immer so früh fertig und bis ich immer fertig bin, ist sowieso wieder Weihnachten. Ach nein, Weihnachten nicht. Oh, das Event, aber. Wir haben es ja schon. Das Event braucht man für irgendeine Legendary-Sammlung. Ich weiß noch nicht mal welche, ich glaube Kutsu war es. Mm. Also muss der hierher kommen. Braucht man so ein Leuchtmittel, genau, Leuchtmittel von so einem... Leuchtkäfer-Lumineszenzen. Genau, Lumineszenzen. Genau. Braucht man eine davon. Also wenn du der Kutsu bauen willst, musst du da eins mitnehmen. Also wenn du die Dings feigelst. Ach ja, die Untoten. Die ja, haben wir noch nicht getötet. Zu Untoten. Wie so langsam, ey. Slow Motion, weißt du? Yeah. Wie bei Baywatch. Gut, in Frieden. Alles töten. Ja, hat das wehgetan. Das denke ich mir auch immer. Das wehgetan. War so dunkel hier. Wow, es ist so dunkel hier. Dunkel, dunkel, dunkel. Nutzt den Moment. Hier, dass wir wieder Leute verkloppen. Ja, wie weißt immer. Du, drei, ne? Schläge, das ist schon fertig. Weißt du, machst du zwei Schläge drauf, die verbeugen sich und du machst zwei Schläge drauf und schon down. Ja. Okay. Eine Waldläuferin, die hält nicht so viel aus. In der Herausforderung gewachsen. Nutzt den Moment. Ich bin fertig. Ich hab alles fertig. Irgendwas haut mich hier von hinten. Ich weiß nicht was. Ich finde nur noch die hier. Und yay, ich hab auch fertig. Oh, mal ich sehen. Hab 40 Jutereste. Ich bin sowas von rich. Oh mein Gott, ich hab 40 Rohlederstücke bekommen. Meine Güte. Muss ich ja schon sagen. Also. Dieses Map-Reward-Zeug, also... ein bisschen so. Da. Muss ich mal mein Inventar ein bisschen entmüllen. Habe ich mir echt gerade ein Wiederverwertungskit gekauft, obwohl ich hier mein Endloses habe. Ja, Intelligenzbolzen, Kali. Ja. Niemand ist so intelligent. Intelligenz. Genau. Sag ich doch, niemand ist so intelligent wie ich. Ziel zerstört. Gut. Dann verkaufe ich nochmal hier geschwind und dann können wir schon zu Ridlock fahren. Fahren zu Ridlock. Na.
Ja. Fahren wir zu Ridlock, Ridlock, Ridlock. Let's drive, 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 drive. Immer diese Ladebildschirme. Wunderbare. Na, bist du schon dort? Ja, ich denke mal, das ist hier, oder? Ja, wenn da das Ding ist. Auf der Suche nach der Wahrheit. Welcher Wahrheit wo wir wohl suchen? Das ist die Frage. Tanz wieder auf den Sachen, Barbara? Ja, klar. Wie immer. Wie immer. Hey, Ridlock. Wir haben hier eine schwierige Situation, Legionär. Sagt mir, was ihr über euren Erzeuger wisst. Und zwar schnell. Name: Clement Gabelschwanz. Rang: Flammlegion-Schamane. Er ist ein berüchtigter Verräter und Feind der Schwarzen Zitadelle. Ganz zu schweigen davon, dass ich seine Visage nicht ausstehen kann. Ich musste schon einige Kiefer brechen, um die Leute daran zu erinnern, dass ich nicht für die Schandtaten meines Vaters verantwortlich bin. Ich weiß. Ich habe die Berichte zu den Vorfällen gelesen. Jetzt will Gabelschwanz sich stellen. Er behauptet, er würde entscheidende Hinweise zu den Aktivitäten der Flammenlegion liefern können. Der Haken an der Sache ist nur, dass er sich nur euch ergeben will. Nach all diesen Jahren will er uns weismachen, er hätte die Falschheit seines Handelns eingesehen. Ich werde ihn gerne für euch holen, Tribun. Erwartet aber bloß kein tränenreiches Wiedersehen zwischen dem alten Herrn und seinem Jungen. Ich erwarte, dass ihr und euer Trupp dies mit der gewohnten Effizienz erledigt. Erwartet beim gekippten Wall. Bringt ihn mir. Lebendig. Wegtreten. Okay. Wir dürfen Papa suchen gehen. Ui. Gabelschwanz. Also ernsthaft, Gabelschwanz. Ich heiße Schildzahn, verdammt nochmal. Und du hast auch einen anderen Nachnamen. Ja, wer weiß warum. Ja, weil halt so schlimm, deswegen heißt man ja anders, ne? Genau. Oh Gott, jetzt dürfen wir wieder in die Ebenen von Arschfurt. Am besten Wegmarke, Katakomben von Arschfurt. Dann zum Wall laufen. Überall diese Askalonia. Ja. Zeugenaussagen eines Verräters. Ein schönes Bild. Die Artworks sind immer schön. Ich mache ja, ich erhole euch! Ich bin mir ganz erschreckt. Oh Gott. Materialchen, hol euch! Die Materialchen, hol euch! Los, Kali. Los? Ich hab mich gerade so. Du hast entsetzt an. Schnupperst du denn? Ja. Wir hätten da wohl hoch müssen, warte mal. Hier ist irgendwo eine Treppe. Ja, genau hier. Ja, er ist volle Kanne dran vorbeigelaufen. Ja. Noch mehr.
recht, recht. Ah. Ja, Katze. Immer wenn wir eine nächste Aufnahmepause machen, kriegst du was zum Schleckern. Jo, mein Mausipuppi. Oh, ich hab noch ein paar mehr geholt. Das ist doch mein Job normalerweise. Sorry, ich hab hinten keine Augen gerade. Meine Katze hat wirklich Hunger. Der Teller ist leer. Wahrscheinlich hat sie Hunger. Ja, heute Morgen um 6. Bis jetzt ist schon eine lange Zeit. Da kann man schon wieder Hunger haben. Gehen wir zu Gabelschwanz, der sich dort hinten befindet. Ja, nach 5 Stunden habe ich ihn auch mal umgebracht. Let's walk, walk, fashion, baby. Komm schon wieder in die nächsten. Schnell. Was da reingefallen ist. Geradeaus weiterlaufen. Yeah. Mehr Opfer. Ich geb dir gleich mehr Opfer, du. Das wird sie nicht tun, meine Liebste. Da hinten ist er, da hinten. Der Schwanz des Gabels, Gabelschwanz. Ist so hässlich. Der sieht ja echt nice aus. Hat schon lange nicht mehr den, ich weiß nicht, Friseur oder was auch immer gesehen. Schön, euch hier zu sehen. Wie ich sehe, habt ihr euren Trupp verändert. Ich war mir nicht sicher, ob die Zitadelle euch schicken würde oder ob ihr von euch auskommt. Ich bin gekommen, um euch festzunehmen, Gabelschwanz. Das ist alles. Ihr werdet für eure Verbrechen bezahlen und die versprochenen Informationen liefern. Das will ich auch, aber die Flammenlegion nicht. Seit ich bei der Schwarzen Zitadelle war, hetzen sie mir Assassine auf den Hals. Sie waren mir dicht auf den Fersen, bis ich mich hier verkrochen habe. Wenn sie euch haben reinkommen sehen, werden sie bestimmt bald hier sein. Lasst sie nur kommen. Trupp, die Flammenlegion wird uns gleich besuchen. Verteilt euch und verteidigt den Korridor. Verteidigen. Jo. Na dann. Sie. Lasst uns Schnitzel aus ihnen. Lasst die Spiele beginnen. Schnitzel! Kann mir von euch, einer von euch, ein Zepter fallen lassen? Das wäre ganz nett. Dankeschön. Oh, die droppen ja hier nix. Vergiss. Nee. Den Schaman. Ich hau einfach drauf. Ja, wir hauen einfach drauf, weil... Boom. Au! Macht die anderen stärker, aber die anderen sind schon tot und nur noch er. Was? Das Junge stirbt. Ja, klar. Wir verkloppen dich gerade, Alter. Den Klavus, den Atemräuber. Atemlos, oder was? Oh Gott. Seelene Fischer! Macht eigentlich unser Dad, der macht überhaupt nichts. Der steht nur hier hinten rum und geht mir auf den Nerv. Guck, der rennt nur bei mir rum. Super. Was war das, Gabelschwanz? Etwa ein Hinterhalt? Was ist eure Rolle in diesem Spiel? Das ist kein Spiel. Die Assassine waren hinter mir her, nicht hinter euch. Die Flammen planen etwas Großes und die gesamte schwarze Zitadelle ist in Gefahr. Sie würden mich töten und jeden meiner Gefährten, um dieses Geheimnis zu bewahren. Bringt mich einfach zurück zur Zitadelle.
Wenn wir in Sicherheit sind, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Ja, das werdet ihr schon noch. Trupp, bringt den Gefangenen zur Zitadellenpalisade und sperrt ihn ein. Ich komme nach und stelle sicher, dass ihr nicht verfolgt werdet. Achtet auf dem Weg auf mögliche Hinterhalte. Brimstone will Gabelschwanz lebend und so werden wir ihn auch abliefern. Vorwärts. Okay. Annehmen? Aber ob er wirklich lebend ankommt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bleibt sauber. Bye. Tschüss.